Hey ho, hier ist euer Busy Peon. Heute öffnen wir mal was anderes, und zwar Speed Duel, aber nicht die erste Battle City Box, sondern die zweite, und zwar die von GX Duel Academy Box. Mit dabei ist der liebe Davon, hi und Tag. Servus, Servus. Und ja, was gibt's denn über diese wunderschöne Box zu erzählen? Also, diese Box ist genial für Einsteiger, die gerade erst damit anfangen, Speedduell für sich zu entdecken, weil es ist genial, wie viele Decks hier vorhanden sind. Es sind einfach 8 Stück. Ja. Und das ist unglaublich. Also man hat hier 8 Decks. Das heißt, man kann das, jo, Sofort loslegen. man kann sofort mit Es ihren, sind mit den auch Kumpels loslegen. Listen mit dabei, wie man die Decks gestalten kann. Genau. Insgesamt sind es 200 Karten plus 20 Skills-Karten und 24 Secret gibt es, wo man dann aber nur 8 drin hat. Genau, und diese 8 sind komplett random drinne. Also es gibt keine Reihenfolge, wie die da drinne sein können. Genau. Und ja. Aber selbst die Secret-Karten sind nochmal als Common da drin vertreten, sodass man sie so oder so hat, die Karte. Genau, und das finde ich super cool gelöst. Von der Optik her finde ich die Box auch sehr schön gelungen. Also haben sie echt gut gemacht, haben sie sich überlegt, okay, wie designen wir das am besten? Sind alle drauf, die relevant sind? Und ja, ich würde mal sagen, wir öffnen jetzt einfach mal die Box. Jo, brauchst du dir einen netten Brieföffner? Ja, kannst du gerne mal machen, bitte. Und ja, bei Speed Duel ist das Besondere, man hat halt nur drei Monsterfelder, ne? Genau, Und drei Monster, drei Zauberturmfelder. genau. Dazu kommt aber dann der Skill-Bereich, also Genau. der Feld für Skill, weil jedes Deck hat eine sogenannte Skill-Karte und das Deck ist um diese Skill-Karte oder auf diese Skill-Karte aufgebaut. Und das macht das ganze Spielen um einiges anders als das normale Yu-Gi-Oh! Dadurch, weil der Kartenpool noch sehr begrenzt ist und sehr viele Oldschool-Karten mit drin sind, kann man es so ein bisschen auch als Guildformat 2.0 bezeichnen, würde ich jetzt Würde mal ich auch sagen. behaupten. Also man hat hier viermal die Spielmatte. Spielfelder, die jeweils 2 Spieler enthalten, also für 8 Spieler. Dann haben wir hier noch so einen niedlichen Zettel, da steht eigentlich im Prinzip drin, dass in allen Displays, Cases und Boxen das nicht gewährleistet werden kann, dass da mal irgendwas Krasses drin ist. Damit haben sie sich dann auch abgesichert. Das sind hier diese Secret Rares, die random drin sind. Dann haben wir hier noch so einen Platzhalter in der Damit Box sie nicht durch drin. die Gegend fliegen. Genau, finde ich eigentlich ganz cool. Und das Schöne ist, aus Pappe, nicht wie Plastikmüll, wie sonst Ja, was. generell, ja, die Decks sind generell eigentlich sehr gut eingepackt, finde ich zumindest, sicher aufbewahrt. Also da kann nicht wirklich viel passieren, Beschädigung oder sonstiges ist hier eigentlich ausgeschlossen. Also wir würde mich stark wundern, wenn ihr da irgendwelche beschädigten Karten rausbekommt, weil die sind halt durch diese Pappe da. Können Sie durch die Gegend Können sie rutschen? nicht durch die Gegend rutschen. Die sind super stramm dort fest gemacht. Und ja, genau. Und jetzt gucken wir uns mal die Decks an. Ja. Ich würde sagen, wir gucken wieder da, wo die Skillkarten hast du schon in der Hand. Jo, du musst mir gleich helfen mit dem Ja. Wegziehen. Boah. Du hältst hin, ich ziehe. Ja, genau. Das ist eigentlich wie im echten Leben. Der Chef steht dumm da und der andere arbeitet. Richtig. So. So, als erstes haben wir natürlich das Cyberdrachendeck hier drin. Wir gehen jetzt die Karten ein bisschen schnell durch, weil auch Es auf. ist in jeder Box wirklich dasselbe drin. Also Ja, genau. Deswegen gehen wir das einmal schnell durch und es werden auch noch weitere Videos folgen über Speed Duel, wo ja. wir Decks vorstellen, wo wir auch vielleicht ein Gameplay zeigen. Müssen wir mal gucken. So ein Spiel Kriegen wir auf jeden zeigen. Fall hin. Also ich habe da richtig Bock drauf, weil auf diese Box haben wir ja schon relativ lang Lange gewartet, sie gewartet. wurde auch dreimal verschoben vom Release Genau, her. ja. Darum ist man ganz froh, dass es jetzt endlich rauskam. Vielleicht kriegen wir das auch hin, mal beim Turnier mal aufzunehmen. Ja, Da hätte lernt ich er, echt Bock drauf. ich hätte auch da richtig Bock drauf. Müssen denn natürlich vorher alle fragen, ob sie damit einverstanden sind, die halt da teilnehmen. Aber generell habe ich schon die Erlaubnis von dem Betreiber. Lokalbetreiber. Genau, Local Betreiber, der hat da überhaupt nichts gegen, findet Mit er dem richtig haben wir ja schon gut. gesprochen. Genau. Und dann ja, Als vielleicht. kleiner Hinweis, ich werde ab und zu dazwischen Na reden, klar, einfach mach mal ruhig. als jemand, der regelmäßig auch Turnieren spielt und alles. Der Twister,
ist hier als Common drin. Es gab ihn vorher einmal im Booster. Das war, glaube ich, das erste oder zweite. Seitdem sind sie nicht mehr rausgekommen, da war sie super rare. Später nochmal als Common im Starterdeck Pegasus Yugi und danach ist er nicht mehr aufgetaucht. Dementsprechend jetzt auch für die Leute nochmal die Möglichkeit, billig an die ranzukommen, weil eine Besonderheit von Speedduell ist, dass auch wirklich nur Speedduell-Karten gespielt werden dürfen bei größeren Turnieren. Und ja, wenn die Karten dann schon eine Weile weg sind und nicht wieder aufgelegt werden, ist es dann schwer da ranzukommen, weil die haben nicht so eine hohe Auflage wie bei normalen Yu-Gi-Oh! Hier genauso das gleiche haben wir mit Mishizure. Ja. Die ist als Ultra auch in der ersten oder zweiten drin gewesen, ist danach nicht wieder aufgetaucht. Ist eben eine super Lösung, dass die in den Boxen mit drin sind. Und hier kommen wir jetzt zu dem Besonderen, was Speedduell ausmacht. Das sind diese Skillkarten. Genau. Und jede Skillkarte hat was Besonderes an sich und es gibt sehr spielstarke Skillkarten, aber es gibt auch super... Es gibt auch welche, die man ein bisschen auslassen kann, aber die Besonderheit, viele Skillkarten bauen auf ein bestimmtes Deckthema auf. Genau. Durch was eben, ja, die Skillkarten die Eigenschaft von diesem Deck sehr stark unterstützen. Genau. Ich kann mal weitermachen, dann muss der Kollege sich nicht so verkrampfen. Er ist ein bisschen schwer so zu halten, genau, super. Ups. Wir haben zum Beispiel auch hier mit dabei, damit die Kristallungeheuer überhaupt bei Speedway gespielt werden können, durch die wenigen Felder, haben wir zum Beispiel auch eine Skillkarte extra für die dabei, dass die, ja, dass diese Funktion ein bisschen außer Kraft gesetzt wird, dass die Monster- und Fallenzone keinen großen Unterschied mehr macht für die Kristallviecher. Also man versucht über die Skillkarten das so ein bisschen auch dann zu regeln, wenn Decks rauskommen, die eigentlich mehr Felder brauchen, trotzdem spielbar sind. Genau. Und falls ihr mal auf Turnieren spielen wollt, dann müsstet ihr theoretisch diese Box dreimal kaufen, weil dann habt ihr alle Karten dreimal und habt sofort spielstarke Decks. Also wirklich relevante Decks auch, die für Turnier gut geeignet sind. Also und ich sag mal, die Boxen, die ich sag nur hier, OTK-Deck mit Ymir, ja, ist echt schon krank. Die liegen preistechnisch zwischen, ich sag mal, ich habe so für 20 Euro bis 30 Euro jetzt so gesehen, so im Spiel. Ja. Ist nicht die Welt, muss man jetzt sagen, für das Angebot, was man kriegt an Karten. Und wie gesagt, man kann sofort ein spielfertiges Deck machen, für Turniere auch gleich. Genau. Wie der Kollege schon sagte, vom Flammenflügelmann gibt es ein OTK-Deck, was ziemlich spielstark ist. Und ich sag mal, der im normalen Yu-Gi-Oh! Mit Flammenflügelmann den Gegner auszuschalten, ja. Es gestaltet sich da relativ schwer. Bei Speedduell ist eben, die ganze Spielmechanik ist eben durch diese, durch das minimale Feld stark verändert. Das stimmt, ja. Aber das macht auch ein gewisses Reiz aus an diesem Spielformat. Weil die Runden nicht elendig lange dauern, sondern ja, du hast schnelle Runden, hast deinen Spaß und kommst voran. Also wenn zwei eingespielte Spieler aufeinandertreffen, dann kann man so sagen, 5 Minuten und das Ding ist gegessen. Genau. Diese Karte ist auch eine Besonderheit hier in dieser Box. Die ist im TCG. Ja, TCG. TCG. Gar nicht bei uns erschienen. Die hatten nur die in Japan. Jetzt haben wir sie hochbekommen nach all den Jahren. Und mit ziemlich viel Verspätung, sodass eigentlich kein Mensch die mehr spielen möchte oder kann. Aber wir haben sie jetzt bekommen. Das ist eine Besonderheit bei Speedduell. In jedem Display, in jedem Starter ist eine Karte mit dabei, die wir nie bekommen haben. Meistens Karten, die keine Relevanz mehr haben. Und auch damals schon schlecht waren, als sie rauskamen in Japan. Aber man hat sich den Spaß gegönnt und haut die jetzt einfach damit rein. Cool Kuribo, auch eine sehr interessante Karte, gab es vorher auch nur im Booster als Ultra Rare. Später kam sie als Common bei Yugi und Pegasus nochmal vor. In der Battle City Box weiß ich jetzt gar nicht, ob sie drin war. Aber auf jeden Fall, jetzt kriegen wir sie nochmal und ist eigentlich so ein Must-Have. Das ist eine sehr, sehr wichtige Karte. Ja, Kugel Kuribo ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr die dreimal und Buch des Mondes. Buch des Mondes, genau dasselbe. Kam vorher in der Battle City Box raus, jetzt haben wir sie hier nochmal. Ist eigentlich auch so ein Must-Have. Und die gibt es hier auch in Secret Rare. Also, genau, den Cool übrigens auch. Den gibt es auch nochmal in Secret Rare. Ja, Kristall Ojama-Land. Ich werde irgendwann auch nochmal ein separates Video machen, meinetwegen mit dem Kollegen zusammen, wo wir mal so über die Top 3 Zauberfallen und Monster reden können. Top. Was so bei Speedduell so eigentlich so. Ja, perfekt. Sind, das können wir gerne machen. Die Wasserverlaufgrube, genau dasselbe, gab es vorher nur in Ultra, auch wieder nur in einem Booster. Display. Genau. Und war relativ schnell weg. Die lag am Ende bei, ich glaube, 15 Euro das Stück. Also war ziemlich sehr teuer. Heftig. Ja. Jetzt haben wir die in Kamen und man kann sie nochmal in Secret hier drin kriegen. Ja, und die wird heute auf jeden Fall
auch steigen vom Wert her. Die Secret Rare definitiv, ja, weil es eine sehr wichtige Karte ist. Also bei Speed Duel auf jeden Fall, weil ja, man kann, dadurch, weil es nur drei Monster und drei Monsterzonen gibt und man ja jede Karte dreimal reinnehmen kann, also es gibt keine Bandlist, so wie beim normalen Yu-Gi-Oh!, kann man damit ein Floodgate auslösen beim Gegner und dementsprechend wurde das ganz gerne gespielt. Ja. Die gab es vorher nur als Super Rare, jetzt kriegen wir sie nochmal als Common. Wunderbar, war auch aus dem Booster. Die ganzen antiken Antriebsmonster. Also hier hat man auch einen schönen Kartenpool für das antike Antriebsdeck. Ja, 200, gibt auch eine schöne Kombo. 200 Karten sind schon echt heftig. Also gibt auch eine schöne Kombo mit den antiken Antrieb. Da werde ich den später mal ein Deck zu vorstellen, wo man wirklich durch zwei Karten bereits im ersten Zug den antiken Antriebsgolem aufs Feld kriegt. Ja. Ich sag mal so, also 200 Karten, wo du mindestens wirklich drei spielstarke Decks bauen kannst für Turnier, im Vergleich zu einem Display, wo du eventuell richtig Pech hast, ist schon mal ein weiter Unterschied. Ne? Auf jeden Fall. Deswegen sind diese Boxen, die Speed-Duell-Boxen sehr, sehr gut. Speed-Duell ist ja generell für Anfänger gedacht, um gut ins Spiel reinzubringen. Und dann diese Lösung, dass man eigentlich relativ schnell einen guten Kartenpool hat, ist eigentlich wunderbar, ist auch einfach geldschonend. Also ist wirklich für jeden, der Einsteiger ist oder das erstmal ausprobieren will oder so, echt gut gelungen. Ich finde dieses System ganz gut. Da, oh, Benden, ey, das ist so, oh, diese Karte so krass. Also sie ist ja auch krass, Mann. Eieiei. Ja, hier sind sehr viele alte Karten aus meiner Anfangszeit. Mittlerweile würde man das Goldformat nehmen. Mhm. Ja, sehr schön. Kosmos, ja, wunderbar. Guck, der trägt halt auch eine Ultra, die vorhin nur im Starter drin war. Von Rex Raptor und Evil Underwood. Hier haben wir sie jetzt nochmal bekommen. Ich glaube, so, was mir so ein bisschen fehlt, was wir gerne reinmachen können, ist der Goldene Apfel. Mhm. Der war nur im allerersten Starter drin, danach ist er leider nie wieder aufgetaucht. Und auch Speed Duel hat mittlerweile 6 Jahre auf dem Buckel. Ja. Kristallserien gab es vorher auch nur als Super. Auch nur im Booster. Also man hat größtenteils die Booster-Karten hier nochmal mit reingepackt, die, ich sag mal, relevant waren in der Zeit, damit die Leute nochmal ankommen. Ja, sehr schön. Muss ja auch sagen, dass Konami ja damals eine Umfrage gestartet hat. Wegen Speed Duel, ob sie Speed Duel noch weiterführen sollen oder nicht. Und im Grunde genommen hatte man, die Frage war nicht wirklich drin, aber von den Fragen her hat man so das Gefühl gehabt, Konami möchte eigentlich Speed Duel sterben lassen. Genau. Aber scheinbar waren die Umfragen ausreichend genug, um dass sie gesagt haben, oh, da haben die Leute wirklich nur Interesse dran. Ja, das Feedback war anscheinend so extrem, also muss ja da gewesen sein, dass die Leute gesagt haben, ja. Obwohl man nur sagen muss, wenn man jetzt so bei YouTube mal reinguckt oder so, Speed Duel ist im deutschen Format sehr wenig vertreten. Ja. Also es gibt kaum einen, der wirklich das dauerhaft macht. Es gibt ein paar große YouTuber, die generell sich mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigen, wo Speed Duel damit drin vorkommt. Genau, so ab und zu mal als kleine News. Also einen kompletten Kanal in der Richtung gibt es nicht. Darum hatten wir uns überlegt, dann übernehmen wir das so ein bisschen. Weil nicht jeder ist im Englischen mächtig. Ja. Und da werden wir auch in Zukunft Decks vorstellen, ein paar Spielchen machen. Oder auch einfach mal über bestimmte Sachen, über Speed Duel uns unterhalten. Was eine große Rolle spielt. Und wie gesagt, wir wollen auch versuchen, euch auf Turnieren mal mitzunehmen. Ja, dass wir dann so den ganzen Flair auch euch ein bisschen rüberbringen können und auch den Spielspaß. Hier ganz gut, finde ich, dass sie den zweimal reingepackt haben. Manche werden sich wundern, wer aber den Effekt kennt, weiß, dass man die Karte einfach zweimal im Deck braucht, weil er hat eben die Fähigkeit, wenn er auf dem Friedhof ist, kannst du ihn verbannen und den anderen davon aus dem Deck beschwören. Mhm. Hätte man den natürlich nur einmal hier drin, hätte man schon ein Problem. Verstärkung für die Armee auch zweimal drin. Bis heute eine Karte, ich glaube, die ist auf der Bandlist bis auf 1. Ja. Und bei Speed Duel eben dreimal. Dazu muss man sagen, das Deck besteht nur aus 20 Karten. Also den Krieger, den du haben willst, hast du definitiv auf der Starthand. Entweder wenn du ihn gezogen hast oder eben darüber. Nächtlicher Strahl, auch vorher eine Ultra. Jetzt kriegen wir sie nochmal zurück. Auch wunderbar. Ja, stimmt. Wie viele Karten insgesamt? 20, ne, waren das? Das Main Deck 20? Das Main Deck 20 bis 30 Karten, Side Deck 6 und das Extra Deck auch 6. Genau. Ganz am Anfang waren es 5 im Side Deck und Extra Deck.
Man hat es dann auf 6 hochgestuft mit der zweiten Saison. Und man hat auch in der zweiten Saison die Regeln geändert, dass man im Side-Deck auch eine Skillkarte mit reinpacken darf. So dass man auch zwischen den Spielen die Skillkarte tauschen kann. Oh, das ist aber cool. Bei manchen Decks ist das echt vom Vorteil. Ja. Jetzt hat die Season 3 angefangen mit der Box. Da gab es nochmal Regeländerungen. 3 Skillkarten haben Rata bekommen, weil die einfach zu heftig waren. Das ist der Kokon der Ultra-Evolution. Denn Twisted personalisieren, also Twisted. Ja, ich kenne die Karten teilweise eben nur auf Englisch. Und ich komme auch gerade nicht drauf. Na, auf jeden Fall 3 haben wir Rata bekommen. Die dritte fällt mir jetzt auch nicht ein. Und man hat ein bisschen so die Abfolge geändert, zum Beispiel Schnellzauberkarten sind jetzt vom Effekt triggern die vor der Skillkarte, was vorher nicht der Fall war. Es war auch früher so, dass Skillkarten absolut galten, die Effekte, das haben sie auch aufgelöst. Das heißt also, mittlerweile, wenn eine Karte auf dem Feld verbietet einen Effekt und die Skillkarte hat diesen Effekt, dann kann die Skillkarte nicht aktiviert werden. Früher durfte man sie dann trotzdem aktivieren, weil ich auch für sehr clever halte. Und man hatte bei den ersten Skillkarten so ein bisschen verpatzt drauf zu schreiben, wann man sie aktivieren darf. Und da hat man jetzt gesagt, generell nur noch in der Main Phase. So, jetzt kommen wir zu den Secret Rares. Cool, cool, cool. Sehr schön. Eine Auszubildende. Oh! Also hier muss ich jetzt schon sagen, das ist so. Das ist böse. Ein Dasher, ein Ultimativer. Dann Salut. Vulkanisch. Und ein antiker Antrieb. Aber die ersten 3 Karten waren schon mal echt top. Der Knüller, ey. Und ich muss sagen, die Antiken, die beiden, der Golem, der Ultimative sowie der Normale, scheinen relativ häufig hier drin zu sein. Ja. Du hast ja dein Playset, ich gehe jetzt mal, ne? Genau, davon habe ich vom Ben schon ein Playset vollständig. Ich gehe auch mal von aus, du wirst jetzt hier auf jeden Fall noch einen Ojama-König drin haben. Ja, mal gucken. Weil der scheint auch sehr oft zu sein. Ah, ein Cyberdrachen. Cyberdrachen, sehr schön. Die Kriegerin. Noch eine Auszubildende. Boah. Dekochi, die Kampflok. Cyberklinge. Wieder der Ultimative. Da haben wir den Ojama-König. Ja. Und das war's. Genau, richtig. So. Ja. Kurz und knapp. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen spirituell folgen auf meinem Kanal. Ja, da wird jetzt in Zukunft mehr Stuff folgen, da werden wir in Zusammenarbeit arbeiten. Genau. Wir werden aber auf zwei Kanälen damit arbeiten. Richtig, du hast ja dann einmal mit dir so Kanal. Ein bisschen öffnen, richtig. Booster ab und zu mal spielen oder so. Ansonsten größtenteils der Deckvorstellung wird über meinen Kanal laufen. Genau, richtig. Weil ich den Luxus habe, jede Karte als Playset zu besitzen. Dementsprechend kann man da dann ordentlich Decks bauen, euch vorstellen und ja. Richtig. Dann hoffen wir mal, dass ihr viel Spaß dabei habt. Ja, werden sie auf jeden Fall haben. Ne? Ja, also für ich euer hoffe, schaut auf jeden also, Fall rein. Genau, für positives Feedback, ne? Wisst ihr Bescheid. Und das Schöne ist, ihr müsst jetzt kein Englisch mehr lernen, nee. Falls ihr es noch nicht kennt. Jetzt habt ihr wieder einen deutschen Kanal, der genau, sich mal ein bisschen also, damit beschäftigt. Bleibt am Ball und wir wünschen euch noch alles Gute, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten, beziehungsweise hören uns beim nächsten Video, ne? Genau. Ciao, bis ciao. Dann. Tschüss.